miteinander, wie geht's? Wir hatten auch ein paar Tage schöne Spaziergang gemacht oder so. Wir waren zu Hause, weil wir hatten mehrere Gottesdienste, ja? Genau, das war unsere Kirche in Pfingsten. Jetzt, ich möchte heute mit euch, nun freut euch, liebe Christengemeinde, die Bach-Choral zu singen. Das hatten sie meinen so kleinen Urlaubzeit ein bisschen inspiriert. Und dann außerdem eine Sängerin hat gesagt, sie möchte etwas Barock zu singen. Okay, Choral ist das auch ein Barockstück, weil Bach das bearbeitet hat. Okay, singen wir gemeinsam. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und allhin ein mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat. Getreu hat er's erworben. Bach-Choralbearbeitung ist oft so, auch Melodie, auch klein, kleine Teil geendet. Aber das ist nicht schwierig, ja? Okay, singen wir jetzt als Stimme. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all innern mit Lust und Liebe singen, was Gott an uns gewendet hat und seine süße Wundertat, Gott euch hat es erworben. Ja, diese Choralbearbeitung Zeit habe ich gedacht, oh, ist sehr schön, ich möchte auch in dem nächsten Choralstück wieder singen mit den kleinen Schola. Gerade die Chorprobe kann man nicht machen, aber wir singen auch im Gottesdienst mit maximal 4 Personen ohne Probe. Das heißt, denn zu Hause muss man allein üben. Dafür ist dieses Video sehr geeignet, oder? Dann machen wir weiter. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und allhinein mit Ruß und Liebe singen, was Gott uns gewendet hat und seine süße Wundertat. Gott hat es erworben. Durch Mini-Mini-Chor-Produktion habe ich vieles gelernt, besonders von der Harmonie und wie ich gestalten möchte und wie. Das kann man auch vieles zeigen, wie ich vorsinge. Ja? Und dadurch vieles gelernt. Besonders in Bassstimmen, was eine wichtige Funktion hat. Wenn Bassstimme nicht richtig sitzt, der Chorklang ist gewackelt. Das fast gleiche Sache funktioniert die Frauenchor, aber Frauenchor ist es nicht immer beim Altstimme so gesetzt, weil das oft nicht genug tiefer ist. Dafür die Klavier Begleitung ist wichtig, ja? Dann singen wir weiter, was Stimme. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und all ein mit Lust und Liebe singen.
Stimme zu singen ist für mich eine Herausforderung. Das kann ich schon sagen. Okay, tutti von Anfang. Nun freut euch, lieben Christen mein, und lasst uns fröhlich springen, dass wir getrost und einheit mit Lust und was heute. Dann wir hören uns bis nächste Mini-Mini-Koprobe. Tschüss.